Namibia, Menschen, Tiere, Wüste und Canyons. Eine virtuelle Reise in 30 Minuten. Namibia ist nach der Mongolei das Land mit der geringsten Bevölkerungsdichte. Etwa 17% der Landfläche stehen unter staatlichem Naturschutz. Außerdem werden etwa 21% des Landes durch private Naturschutzgebiete und Wildreservate geschützt. Der Etosha-Nationalpark, 22.270 Quadratkilometer, und der Namib-Naukluft-Park, 49.770 Quadratkilometer, sind die beiden größten Schutzgebiete. Von 1884 bis 1915 war das Gebiet von Namibia deutsche Kolonie. Vor allem in den Städten hat diese Zeit das Land nachhaltig geprägt. Nach dem Ersten Weltkrieg stand das ehemalige Deutsch-Südwestafrika unter der Verwaltung von Südafrika. Seit dem 21. März 1990 ist Namibia ein unabhängiger Staat. Weitere Infos zum Land. Bevölkerung 2,5 Millionen, Deutschland 83 Millionen. Bevölkerungsdichte 2,9 Einwohner pro Quadratkilometer, Deutschland 231 Einwohner pro Quadratkilometer. Pro-Kopf-Einkommen 10.550 Dollar im Jahr, Deutschland 49.530 Dollar im Jahr. Lebenserwartung 65 Jahre, Deutschland 81 Jahre. Religionen 87% Christen, 13% Naturreligionen. Fläche 824.116 Quadratkilometer, Deutschland 357.385 Quadratkilometer. Höchster Berg des Landes ist mit 2573 Meter der Königstein. Hauptstadt ist Windhoek, 340.000 Einwohner. Wir besuchen das Waterberg-Plateau, den Etosha-Nationalpark, das Volk der Himba, die Region Kaukopfeld, das Damara-Land, die Robbenkolonie am Kap Cross, die Stadt Swakopmund, die Namib-Wüste, das Schloss Duwisip, den Ort aus, den Fish River Canyon, einen Köcherbaumwald, den Kalagadi Transfrontier Nationalpark, ein privates Wildreservat bei Mariental und die Hauptstadt Windhoek. Flughafen Windhoek, der Hosea Kutako International Airport. Das Waterberg-Plateau ist ein markanter Tafelberg mit einer Länge von etwa 50 Kilometer und einer Breite von 15 Kilometer. Das Plateau überragt die umgebende Landschaft um etwa 200 Meter. In der Umgebung des Waterberg-Plateaus gibt es über 90 Säugetierarten. Der Etosha-Nationalpark. Im Etosha-Nationalpark findet man die höchste Konzentration an Wildtieren in ganz Namibia. Außer Elefanten, Nashörnern, Löwen, Büffel und Leoparden gibt es in dem Schutzgebiet noch über 130 weitere Säugetierarten. Vor allem in der Trockenzeit sammelt sich Großwild wie Springböcke, Kudus, Spießböcke, Elanantilopen, Impalas, Streifengnus, Steppenzebras, Strauße, Oryx-Antilopen und Giraffen an den Wasserlöchern.
Mit einer Länge von 130 km und einer Breite von 50 km ist die Etosha-Pfanne die bei weitem größte Lehmsalzpfanne in Afrika. Die mit Kalkstaub überzogene Trockensavanne. Fort Namutoni. In dem ehemaligen deutschen Fort ist heute ein Übernachtungscamp untergebracht. Wir verlassen den Etosha-Nationalpark. Ein Supermarkt zur Versorgung mit Lebensmitteln. Beim Volk der Himba. Auch heute leben die Himba noch als Viehzüchter, Jäger, Sammler und Bauern. Der Dorfvorsteher und seine Frau.
ein Termitenhügel entsteht. Der größte Teil des Termitenhügels liegt unter der Erde. Ein Hügel kann von über einer Million Termiten bewohnt sein. Herero-Frau in traditioneller Tracht. Die Ruacana Wasserfälle. Durch das Ruacana Wasserkraftwerk und durch einen riesigen Stausee in Angola ist die Wasserführung sehr eingeschränkt. Die Region Kaukopel. Die Milchstraße über Kaukopel. Das Damara-Land. Die Felsbilder von Zweifelfontein. In der Umgebung von Zweifelfontein gibt es über 2500 Bilder auf etwa 200 Felsplatten. Die ältesten Felszeichnungen sollen bis zu 10.000 Jahre alt sein. In einem kleinen Tal, nicht weit von Zweifelfontein, stehen hunderte von Basaltsäulen. Der verbrannte Berg. Die Zisab-Schlucht im Brandbergmassiv. Felszeichnungen in der Zisab-Schlucht. Stechapfel. Die Pflanze ist sehr giftig. Die Skelettküste. Das Kreuzkap ist bekannt für eine der weltweit größten Robbenkolonien. Im Oktober-November werden hier die Jungtiere geboren, so dass die Population auf mehr als 100.000 Tiere ansteigen kann. Die Küstenstadt Swakopmund. Swakopmund wurde am 4. August 1892 während der deutschen Kolonialzeit gegründet. Heute hat die Stadt etwa 45.000 Einwohner. Obwohl nur noch etwa 5% der Einwohner deutscher Abstammung sind, gilt Swakopmund bis heute als deutscheste Stadt Namibias.
die evangelisch-lutherische Kirche. Der alte Bahnhof ist heute ein Luxushotel. Trinken und Essen in Zwakopmund. Flamingos in der Walfischbucht. Köcherbaum in der Namibwüste. Köcherbäume können bis zu 8 Meter hoch und bis zu 400 Jahre alt werden. Der Kuiseb Canyon. Ein Autofriedhof in der Wüste bei der Raststätte Solitär. Nest der Siedelweber in einem Kameldornbaum. Unter den Vögeln bauen die Siedelweber die größten Gemeinschaftsnester. Es leben bis zu 300 Vögel in einem Nest. Die Dünen von Sossus Fly. Eine der spektakulärsten Wüstenlandschaften weltweit. Die höchsten Dünen sind bis zu 350 Meter hoch. Ein Kameldornbaum vor der Düne 45. Nicht weit vom Sossus Fly ist das Dead Fly. Die abgestorbenen Kameldornbäume in der Lehmsalzpfanne sind bis zu 500 Jahre alt. Der Sisrim Canyon. Vom Sossus Fly zum Sisrim Canyon sind es nur etwa 4 Kilometer. Die 1 Kilometer lange und bis zu 30 Meter tiefe Schlucht ist an einigen Stellen nur 2 Meter breit. Das Sisrim Rest Camp. Die Tirasberge. Schloss Duwiese. Das Schloss wurde 1908 von dem deutschen Baron Hans Heinrich von Wolff für 250.000 Goldmark erbaut.
Von Wolf wollte in Afrika Pferde züchten und hatte dank der Heirat mit einer reichen Amerikanerin die finanziellen Mittel, das Schloss von dem Architekten Wilhelm Sander bauen zu lassen. Tafelberge in der Region Karat. Ein Weißbürzel-Singhabicht. Soldatenfriedhof bei der Ortschaft aus. Auch hier hat der Erste Weltkrieg Spuren hinterlassen. Mindestens 63 deutsche Soldaten sind hier gemeinsam mit südafrikanischen Soldaten begraben. Das Bahnhofhotel aus. Der Fish River Canyon. Der Fish River Canyon hat eine Länge von 160 Kilometer, ist bis zu 27 Kilometer breit und hat eine maximale Tiefe von 550 Meter. Nach dem Grand Canyon in den Vereinigten Staaten, ist der Fish River Canyon der zweitgrößte Canyon der Erde. Eine Felsnagame. Das Ayais Hot Springs Resort. Der Kurort Ayais liegt am südlichen Ende des Fish River Canyon. Die Kurbadanlage wird von einer 60 Grad heißen Thermalquelle versorgt. Ein Kameldornbaum und seine Blüten. Ein Nachkomme der San. Die San sind die eigentlichen Ureinwohner des südlichen Afrikas. Die Geschichte der San ist von Vertreibung und Verdrängung geprägt. Im 18. und 19. Jahrhundert dürften die Buschmänner wie Tiere legal gejagt und getötet werden. Direkt bei der Farm Spitzkoppe Ost, nicht weit von der Stadt Kettmanshoop, gibt es ein Areal mit mehr als 5000 Köcherbäumen, erodierten Felsformationen aus Dolerit und mit den Fossilien des Mesosaurus. Deutsche Vergangenheit im Köcherbaumwald. Ausflug nach Südafrika in den Kalahari Transfrontier Nationalpark. La paix qu'on a, la paix chérie qu'on a. Look across the island into
running water. Zurück in Namibia. Das Kalahari Farm Stallcamp. Victoria Mkwenge. Die Afrika Safari Lodge. Bona mutati wetu china. La pekuna. La wafela kuna. Neil Agut. Hasi bonanga. Bona. Im Wildreservoir der Afrika Safari Lodge. La pekuna. La wafela kona hawiti yei wena hei wena yei wena hei wena nawe sofika nini lasia kona lasia hawiti yei wena hei wena yei wena hei wena nawe sofika nini lasia kona lasia hasi. Windhoek, die Hauptstadt Namibias, liegt auf einer Höhe von 1650 Meter über dem Meeresspiegel und hat etwa 340.000 Einwohner. Windhoek ist das politische, kulturelle, industrielle und wirtschaftliche Zentrum Namibias.